Optimistic cynic, shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vladimir Guide. In diesem Video möchte ich mit euch über Vladimirs Runen, Champion-Typ, Laning-Phase-Verhalten, seinen Counters, seinen Items, seinen Fähigkeiten und seinen Kombos sprechen, sodass ihr alle am Ende mit Vladimir super spielen könnt und ihn damit gut Elo machen könnt. Mit Vladimir geht ihr auf jeden Fall in den Baum Inspiration, denn Spellbook ist eure Key Mastery, die ihr super verwenden könnt. Damit könnt ihr im Early Game auf Ignite gehen und im Late Game auf Ghost wechseln, was ein enormer Power Spike für Vladimir ist im Late Game. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall Stopwatch mitnehmen, ist ein super Item, ihr geht mit Vladimir sowieso Sonjas, deswegen auf jeden Fall Stopwatch mitnehmen. Future Market lohnt sich auch, könnt ihr schnell euren Power Spike ausbauen und der Rest im zweiten Baum noch Sorcery mitnehmen. Für ein bisschen mehr Damage, AP, auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Vladimir ist ein Mage, der auf der Mitte gespielt wird. Das Early Game von Vladimir ist nicht das stärkste, dafür ist sein Late Game umso stärker. Seine Cooldowns nehmen mit dem Level extrem ab und im Late Game habt ihr so gut wie gar keinen Cooldown mehr und habt unendlich Damage. Seine Vorteile sind auf jeden Fall, dass er keine Mana-Kosten in Landing Phase hat, sondern nur mit seinem Leben basiert und extrem viel Sustain hat. Das kann ganz schöne Gegner in Ruin treiben, da ihr euch die ganze Zeit hochheilen könnt und euer Gegner Mana tradet und sich nicht hochheilen kann und sozusagen irgendwann out of Mana ist, out of Leben und ihr die Laning Phase damit gewinnen könnt. Die Negativpunkte sind auf jeden Fall, dass er hohe Cooldowns hat im Early Game, wodurch er ziemlich viele Probleme hat, gegen manche Champions mitzuhalten und dass er kein CC hat, falls die Jungle mal kommen können, dass ihr dann irgendwie nicht irgendwie den Gegner festhalten könnt oder sonstige Sachen, um ein Gank zu erleichtern. Kommen wir nun zu den Counters von Vladimir. Platz Nummer 1 und definitiv extrem schlimmes Matchup für Vladimir ist Kassadin. Kassadin hat erstens kurze Trades, was Vladimir überhaupt nicht gut machen kann. Er geht eher meistens in die längeren Trades, meistens. Später kommen wir noch zum One-Shot-Combo, aber an sich möchte Vladimir erstmal meistens die längeren Trades haben. Deswegen sind die kurzen Trades von Kassadin extrem stark gegen ihn. Zweitens kann Kassadin mit der Q Vladimir silencen, sodass er die eh nicht länger chargen kann. Und an sich ist Vladimir gegen Kassadin kompletter Müll, bitte nicht reinpicken, extrem schlimm. Counter Nummer 2 ist definitiv Orianna. Warum Orianna? Weil Orianna eine größere Range hat als Vladimir. Orianna macht ihr QW, hat den Ball platziert, macht übelsten Schaden und slowt Vladimir, sodass Vladimir nicht mehr drankommt. Vladimir hat keinen Dash oder irgendwelches, deswegen kommt er nicht an Orianna ran. Orianna hat längere Range, macht QW, Vladimir kommt nicht dran, Trade beendet. Vladimir hat Trade verloren. Deswegen ist Orianna extrem gut gegen Vladimir. Allerdings muss man sagen, wenn Vladimir einmal dran ist, kann er die Ultimate mit dem Pool dodgen von Orianna, dann ist das gar nicht mehr so bad, deswegen ist Orianna auch nur Platz 2. Allerdings muss ich sagen, Orianna an sich auf der Laning Phase nicht gut für Vladimir, deswegen auch nicht da Vladimir reinpicken. Counter Nummer 3 ist Anivia. Warum Anivia? Weil Anivia ein Slow hat und Vladimir, wie eben auch schon bei Orianna, kein Dash zur Verfügung hat und nicht an Anivia drankommt. Anivia setzt ihre Wall, macht ihre Ultimate und ihr habt im Prinzip nichts, um an Anivia ranzukommen. Anivia outtradet euch und ihr seid ein bisschen am Arsch. Klar könnt ihr die Q von Anivia dodgen, was extrem stark ist, allerdings hat Anivia nicht nur die Q, sondern wie gesagt auch die W und die Ultimate, sodass ihr mit Level 6 große Probleme habt gegen Anivia und definitiv kein schönes Matchup für ihn. Counter Nummer 4 ist Cassiopeia. Warum Cassiopeia? Auch eine LCS ganz oft gepickt, weil Cassiopeia einfach über extrem hohen Single-Target-Damage verfügt und Vladimir da überhaupt nicht mithalten kann. Die Range von den beiden ist in etwa ähnlich, also in etwa Cassiopeia hat noch ein bisschen höher mit dem Gift, aber wenn Cassiopeia einmal ihr Q getroffen hat und ihr habt dieses Pool halt zum Deutschen von der Q nicht so oft, dann spammt sie euch voll und ihr könnt mit Vladimir nichts machen. Ihr habt wie gesagt keinen Dash, um irgendwas auszuweichen oder so und ihr seid dann wirklich gefundenes Fressen für Cassiopeia. Also auch Cassiopeia, definitiv Platz Nummer 4 bei den Counters, nicht Vladimir reinpicken. Gegen was ist denn Vladimir gut? Das ist ganz einfach zu beantworten und zwar gegen Champions, die auf einer Fähigkeit basieren, die ihr mit dem Pool extrem gut dodgen könnt. Welcher Champion fällt euch da ein? Wahrscheinlich jetzt erstmal überlegen. Ich sag's euch, Twisted Fate. Twisted Fate basiert darauf, dass er seine W trifft, seine Goldcard und dann seine Q. Wenn er die W nicht treffen kann, trifft er in der Regel auch nicht seine Q. Deswegen könnt ihr mit Vladimir einfach die W machen, wenn Twisted Fate seine Goldcard werfen möchte. Dodge diese, werdet nicht gestunt und Twisted Fate ist ein bisschen am Arsch. Genauso könnt ihr gut mit Vladimir Twisted Fate one-shotten, weil er keinen Dash hat und einfach gefundenes Fressen für euch ist. Platz Nummer 2 ist definitiv Zed. Weil Zed muss ja ulten, dann geht ihr in den Pool rein und Zed hat ein bisschen ein Problem, weil er nicht mehr den Schaden anrichten könnt. Ein guter Zed muss man allerdings sagen, deswegen ist auch nur Platz 2. Kann Vladimir trotzdem outplayen, da wenn ihr aus dem Pool rauskommt, circa noch eine halbe Sekunde Time habt, wo Zed noch seine Ultimate, also Deathmark Damage, anrichten kann. Ein wirklich guter Zed.
macht in dieser halben Sekunde noch so eine ganze Rotation oder halbe Rotation und kriegt trotzdem so viel Schaden, dass ihr eventuell stirbt. Deswegen Zed mit Vorsicht. Die meisten Zed sind nicht so gut, deswegen ist Vladimir extrem gut gegen Zed, aber es gibt auch sehr gute Zeds, sodass es nicht ganz so einfach ist. Platz Nummer 3 und definitiv auch extrem stark ist Fizz. Ihr könnt euch sogar von der Ultimate von Fizz treffen lassen mit Vladimir und geht dann in die W, wenn sie gerade hochkommen möchte, ihr kriegt keinen Schaden. Das ist extrem insane und deswegen, ihr bullet ihn auch weg im Early Game. Deswegen, wenn ihr einen Fizz seht, ein guter Pick dagegen ist Vladimir, kann ich euch nur empfehlen. Wie sieht es aus mit Vladimir Items? Da gibt es wenig Diskussionsmöglichkeiten. Ihr könnt ein bisschen anders bauen als der Standard, aber der Standard ist eingeblendet und zwar ihr Rush Protobelt. Dieses Item ist auf Vladimir extrem stark, da ihr damit nach vorne dashen könnt und eure Mega-Q treffen könnt. Das ist so ein super Item und definitiv bei Vladimir ein Muss. Was euch einen extrem guten Power-Spike gibt, ist Hextech Revolver. Das ist das Vor-Item von Hextech Protobelt. Und zwar, wenn ihr dann eine Fähigkeit macht und dann einen Auto-Attack, ist der deutlich stärker. Und das hilft euch beim One-Shot, den ich später erklären werde, enorm. Als zweites meistens die Cooldown-Reduction-Boots. Einfach nur darum, dass ihr mehr, also öfters ulten könnt und öfters euren Pool benutzen könnt. Da ihr am Anfang noch ziemlich viel Cooldown hat, ist das ziemlich effektiv. Maske, auch ein sehr gutes Item. Macht sehr viel Schaden, auf Vladimir super gut, auch definitiv bauen. Sonjas baut man so gut wie immer, da der Pool erstens euch unverwundbar macht oder als nicht als Target anvisieren kann und mit der Sonjas überlebt ihr noch länger und habt dann danach wieder Pool, sodass ihr noch länger im Fight überleben könnt. Meistens geht man danach auf leeren Stab, einfach nur weil viele Tanks da sind und ihr die schreddern müsst. Könnt aber auch Rabadöner, also Rabadons vorziehen, ich sag mal Rabadöner dazu. Das ist optional, aber die beiden Items sind so die beiden Schlussitems, die ihr dann kaufen könnt. Das wär's zu den Items. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das neue Item. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das kann man aktivieren, dann kriegt man 100 AP. Ist auch nicht schlecht auf Vladimir, da ihr diesen One-Shot basieren könnt. Allerdings ist das noch ein Item mit Vorsicht zu genießen, muss man gucken. Erstmal würde ich nicht empfehlen, erstmal das Item, was ich da vorgeschlagen habe. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare. Eigentlich ziemlich simpel, könnt ihr fast immer gehen, das Itembild. Nochmal so am Rande, ich habe es vorhin erwähnt, aber immer mit Vladimir, da ihr Spellbook geht, im Early Game Flash Ignite mitnehmen für den One-Shot, für den Solo-Kill. Und im Late Game, circa ab Level 9, könnt ihr dann auf Flash Ghost wechseln oder Flash TP. Beides sind sehr gute Summoner-Spells im Late Game. Wie gesagt, Ignite im Early Game. Eventuell auch gegen Zed Exhaust kann man auch nehmen, aber eigentlich Flash Ignite und ab Level 9, circa 8, 9, könnt ihr dann wechseln auf Flash Ghost, Flash TP. Kommen wir nun zu Vladimirs Fähigkeiten. Fangen wir dabei an mit der Passive. Und zwar, die Passive heißt Crimson Pact und die ist ganz einfach erklärt. Und zwar, für jedes bisschen AP bekommt ihr HP und für jedes bisschen HP, was ihr dazu kauft, bekommt ihr AP. Sprich, am besten sind Items, die sowohl beides geben, da ihr von beiden Stats am besten profitiert. Allerdings muss dazu gesagt sein, dass vor einigen Patches schon ein bisschen her, wenn ihr euch AP kauft, mehr HP dazu bekommt, als wenn ihr euch HP kauft und dadurch mehr AP bekommt. Deswegen ist dieser Tank Vladimir ein bisschen genervt worden und ein bisschen mehr in die Damage-Variante gedrückt worden. Deswegen am besten kauft ihr Items, die beides beinhalten. Deswegen habe ich in den Item-Bild nicht erwähnt, aber zum Beispiel Relas ist auch ein sehr gutes Item auf Vladimir, aber auf der Mitte eher weniger, mehr auf der Top-Lane, da ihr da mehr kiten müsst. Das nur so nebenbei. Also Crimson Pact, wie gesagt, Leben, wir sind dann in AP umgewandelt, in AP sind in Leben umgewandelt. Als erstes gucken wir uns die Fähigkeiten von Vladimir an. Vladimirs Q-Fähigkeit heißt Transfusion. Dies ist eine Point-and-Click-Fähigkeit, mit der ihr Schaden anrichtet und euch gleichzeitig heilt. Diese Fähigkeit ist eines der meist gehasstesten Fähigkeiten im Spiel, da ihr sowohl Schaden anrichtet, der Spell einfach zu treffen ist und ihr euch unendlich heilt. Versucht diese Q-Fähigkeit so oft es geht auf den gegnerischen Champion anzuwenden. Zudem kostet sie nicht mal mehr Mana, sondern eure Fähigkeiten kosten Leben, wobei ihr das eigentlich nur bei der E merkt, bei den anderen Fähigkeiten merkt man das kaum. Bei jeder dritten Q, die ihr macht, habt ihr eine verstärkte Q, eine deutlich verstärkte Q. Und zwar leuchtet dann eure Balken rot und mit dieser Q macht ihr deutlich mehr Schaden und heilt euch deutlich mehr. Wenn ihr diese Q-Fähigkeit auf den Gegner trifft, könnt ihr zu 99% sicher sein, dass ihr den Gegner outtraden werdet, da ihr so viel mehr Schaden habt und so viel mehr Heal. Allerdings muss gesagt sein, dass je höher die Elo steigt, desto mehr die Leute wissen, wie man gegen diese Mega-Q spielen muss und sich deswegen rechtzeitig zurückziehen, sodass ihr die gar nicht abbauen könnt und am Minions abbauen müsst. Aber falls ihr immer die Möglichkeit habt, diese Q-Fähigkeit auf den Gegner zu treffen, immer drauf damit. Super stark.
Vladimirs W-Fähigkeit ist der Pool. Und das ist die Fähigkeit, warum viele ihn hassen, da diese Fähigkeit komplett überladen ist, wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss. Ist vergleichbar mit einer Fizz-E, und zwar könnt ihr dann, taucht ab in einen Pool und seid untargetable. Der Damage, der vorher drauf gemacht worden ist, wie zum Beispiel Ignite oder eine Z-Ultimate, die dann aufploppt, könnt ihr damit nicht dodgen, wiederhole, nicht dodgen. Ihr könnt allerdings Schaden, der danach kommen würde, zum Beispiel, was weiß ich, eine Jinx-Rocket, das könnt ihr wiederum dodgen. Sprich, genauso wie mit Fizz-E zu vergleichen, extrem stark, nur dass diese Fähigkeit einen Vorteil hat, und zwar, das machen wir in der nächsten Fähigkeit, lässt sie sich kombinieren mit der E-Fähigkeit, sodass ihr in das gegnerische Team reingehen könnt und dann eure E aufladen könnt und dann mit der W an Targeter beseitigt und trotzdem auch einen vollen Damage raushauen könnt. Wie gesagt, das möchte ich aber gleich noch bei den Kombos erklären. Nur vorneweg, die W-Fähigkeit ist dafür da, dass ihr in den Pool sinkt und nicht als Ziel angegriffen werden könnt. Und diese Fähigkeit slowt den Gegner, oder wenn ihr damit trifft, und gibt euch Movement Speed, aber das merkt ihr kaum, und richtet maximalen Schaden an vom Leben des Gegners. Also eine Fähigkeit, die macht jetzt nicht so viel Schaden. Allerdings, wenn euch mal ein bisschen Damage fehlt, zum Beispiel ihr spielt gegen so einen Sion oder so, der hat extrem viel Leben, ist es schon sinnvoll, die W einzusetzen. Vorsicht, benutzt die W nicht leichtsinnig. Ihr habt keinen Dash und die W-Fähigkeit muss dafür eingesetzt werden, wichtigen CC zu dodgen. Denn sonst ist Vladimir extrem unmobil und kann extreme Probleme kriegen, wenn er irgendein CC-Spiel dodgen muss und ihr habt nicht die W zur Verfügung. Deswegen vorsichtig die W einsetzen, nur in wichtigen Momenten und nicht leichtsinnig damit umgehen. Vladimirs E-Fähigkeit heißt Tides of Blood. Das ist eure Wave-Kill-Fähigkeit und im Late-Game ist die extrem stark, im Early-Game noch nicht so stark, da der Cooldown extrem hoch ist. Im Late-Game sinkt der Cooldown so tief, dass ihr die E-Fähigkeit casten könnt und sobald ihr die gecastet habt und wieder loslasst, habt ihr einen Cooldown von ca. 2 Sekunden, sodass ihr sofort wieder die E's einsetzen könnt. Dabei macht ihr Schaden um euch herum, um 360-Grad-Winkel in alle Richtungen, an das erste getroffene Projektil. Das können sowohl Minions sein, können sowohl Champions sein. Also Champions, die klug sind, verstecken sich hinter Minions und kriegen kein Damage. Dabei muss gesagt sein, dass die Fähigkeit sich channeln lässt. Je kürzer ihr haltet, desto weniger Schaden macht sie. Je länger ihr sie haltet, irgendwann explodiert die dann, desto mehr Schaden macht diese. Bei einer gewissen Zeit, also bei einer gewissen Aufladung, die relativ lang ist, slowt ihr auch den Gegner, was in manchen Situationen gar nicht so schlecht sein kann, wenn ihr zum Beispiel abhauen müsst, diese Fähigkeit hat keine Cast-Time, aktiviert ihr die E, lasst diese dann nach einer Sekunde, anderthalb Sekunden los und habt den Gegner geslowt, sodass ihr den entscheidenden Vorteil habt, nochmal eventuell abzuhauen. Super Fähigkeit, solide und im Late Game erst stärker, im Early Game noch nicht so effektiv und noch nicht so viel Schaden, deswegen im Late Game blüht diese Fähigkeit erst richtig auf. Vladimirs Ultimate heißt Hemoplagou. Diese Fähigkeit ist vergleichbar mit einer Z-Ultimate, nur meiner Meinung nach besser. Und zwar, Z-Ultimate ist ja ein Single-Target-Damage, das ihr Damage anrichtet und das ihr nach einer gewissen Zeit, je mehr Schaden ihr ausgerichtet habt, Damage macht und aufploppt. Bei Vladimir ist das ähnlich, und zwar ihr benutzt eure Ultimate am Anfang, da ihr damit mit allen Fähigkeiten, auch für eure Teammates, 20% mehr Schaden verursachen. Das heißt, beispielsweise ein Sion Toplane, den ihr habt, der mit einer Q vorher 100 Schaden macht. Wenn ihr eure Ultimate vorher drauf ploppt, macht dieser nicht 100 Schaden, sondern 20% mehr, 120 Schaden. Das geht sowohl für euch als auch für eure Teammates. Eine extrem starke Fähigkeit, die nicht nur ein Single-Target ist, sondern auf mehrere Ziele verteilt, sodass ihr, wenn ihr wirklich gut und Glück habt, könnt ihr eine 5-Mann-Vladimir-Ultimate treffen und das ist schon fast GG, Leute. Das ist wirklich fast GG. Alle machen deutlich mehr Schaden und je mehr Schaden ihr angerichtet habt, desto mehr Heal bekommt ihr nach einer gewissen Zeit aus dieser Ultimate raus. Die ploppt dann nach circa, ich glaube nach 3 Sekunden ist das, ploppt diese Ultimate auf und je nachdem wie viel Schaden ihr verursacht habt, healt ihr euch einen bestimmten Wert. Diese Fähigkeit macht auch, wenn die aufploppt, auch nochmal Schaden am Gegner, sodass ihr, wenn ihr diese Fähigkeit wirklich gut einsetzt, am Anfang draufhaut, eure ganze Combo drauf macht, der Gegner explodiert, ihr bekommt einen Massenheal raus und der Teamfight ist gewonnen. Starke Fähigkeit, super gut und damit können wirklich Teamfights gewonnen werden. Bei den Kombos geht es relativ schnell bei Vladimir, denn Vladimir hat in sich nur 3 wichtige Kombos, die ihr euch merken müsst. Und zwar einmal die Kombo, die ich schon vorhin angesprochen habe, die ich nochmal jetzt hier erwähnen möchte, und zwar die E-W-Kombo. Und zwar, ihr channelt euer E, lasst den Finger noch auf der E drauf, drückt dabei die W und ihr geht in Untargeted-Modus, habt trotzdem noch die E aufgeladen, könnt in das volle gegnerische Team reingehen und ihr werdet nicht als Ziel fokussiert und könnt voll rumherum euren E-Schaden machen. Das ist die erste Kombo, die ihr euch merken müsst. Die zweite Kombo ist die Heal-Kombo. Und zwar macht ihr da euer R, damit, falls sie aufploppt, ihr Heal bekommt.
macht euer Q, am besten euer Mega Q, kurzer Trade, eher Mega Q, vielleicht noch eine E-Küste zwischendurch, ein Autotech und rennt dann weg, kriegt enormen Heal, wenn das aufplatzt und euer Gegner hat auch relativ viel Schaden bekommen und ihr seid wieder Full Life, während euer Gegner denkt, hallo, du warst eben noch super low, jetzt bist du wieder Full Life, wie geht das? Das ist die Combo. Und die wahrscheinlich wichtigste Combo, zu der wir jetzt kommen, ist die absolut kurze Combo, und zwar die One-Shot-Combo bei Vladimir. Und das sehe ich in der LCS nicht so oft, obwohl ich mir manchmal denke, Leute, ihr könnt den doch One-Shotten zu 100%. Ich mach's doch auch selber bei mir und euer Gegner ist out of position. Diese Fähigkeit ist die Fähigkeit, die Vladimir meiner Meinung nach ein bisschen zum Assassine macht und nicht nur zum normalen Mage, da ihr wirklich einen Gegner von 100 auf 0 bursten könnt und der Gegner hat kaum Counterplay. Die Combo geht wie folgt, ich mach's ganz langsam mit euch. Ihr channelt eure E, haltet den Finger noch mit der E gedrückt, sodass ihr die noch nicht loslasst, sodass ihr den vollen Schaden macht, erst wenn ihr sie relativ weit aufgeladen habt. Flasht dann in das gegnerische Team rein. Drückt dann eure R, damit ihr mehr Schaden macht. Lasst eure E los, die ihr immer bisher noch gedrückt hattet. Lasst dann eure R los, E los. Drückt dann euer Mega Q. Am besten habt ihr vorher schon so geteilt, dass ihr euer Mega Q habt. Das ist ein bisschen Übungssache. Geht auch mit dem normalen Q, aber am besten vorher mit dem Mega Q kurz davor reinflashen. Macht dann eure Mega Q auf das gegnerische Ziel. Macht dann instinktiv, wenn es noch möglich ist, euren Proto-Bait, damit ihr nochmal mehr Schaden macht. Ignite noch drauf, falls überhaupt notwendig. Geht in eure W, macht noch einen Tick von der W, eine Sekunde unter den Gegner sein, danach sofort abhauen, euer Gegner wird explodieren. Schreibt, what the fuck, was ist das für ein Unbalanced Champion? Es ist ein Genuss, diese Combo wirklich flüssig machen zu können. Und glaubt es mir, diese Combo ist nicht verdammt schwer, erfordert trotzdem ein bisschen Übung. Also das, was ich eben gesagt habe, nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie muss man das machen? E-Channel, Flash rein, Ultimate drauf machen, E dann erst loslassen, Mega-Q, Proto-Bait, Ignite und dann die W. Das war die Mega-Combo. One-Shot-Combo extrem gut, extrem hilfreich und wirklich eine super starke Combo. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Guides. Ich hoffe, euch hat der Guide wirklich gut geholfen und ihr seid jetzt alle bestens informiert über Vladimir, wisst, wie ihr gegen ihn spielen müsst, vielleicht, wenn ihr selber spielen wollt, wie ihr damit umgehen müsst, damit ihr wirklich ein guter Vladimir werdet. Dieser Guide war relativ ausführlich, man kann auch eine Menge da hinzufügen, man kann eine Menge wegnehmen, ich habe mich lange mit den Counters befasst. Wenn euch trotzdem der Guide gefallen hat und ihr wollt mehr Guides in Zukunft sehen, lasst es mir mit dem Daumen nach oben wissen, würde mich sehr freuen, wenn da ein paar zusammenkommen würden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!